Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Fortszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Wir sind wieder am Start und wir spielen wieder Heißies. Mir macht es persönlich Spaß. Manchen Leuten macht das nicht so Spaß, aber das ist natürlich auch einfach Geschmackssache. So, eben haben wir schon eine Aufnahme gemacht, die muss ich jetzt leider verwerfen. Warum erwähne ich das überhaupt? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Anyway, Leute, wir spielen gegen Aska. Und an dieser Stelle muss ich einfach mal Aska danken für all das, was er auch auf diesem Kanal gemacht hat. Denn das ist in der Tat nicht wenig. Ohne das jetzt gegen seinen Willen in den Himmel loben zu wollen. Aber das ist ein cooler Dude. Ne? Es ist einfach ein cooler Dude. Und ich danke ihm auch jetzt nochmal ganz recht herzlich dafür, dass er sich die Zeit nimmt. Obwohl er wahrscheinlich viel zu viel andere Sachen um die Ohren hat, trotzdem jetzt mit mir hier heute noch kurzfristig eine Runde für den heutigen Upload-Tag aufnimmt. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Nee, aber auch sonst macht er hinter den Kulissen einfach so unfassbar viel. Und da stehen auch so, schon mal als kleiner Teaser, da stehen auch so ein paar Dinge aus, die demnächst dann um die Ecke kommen. Es wird geil, Leute. Na, in diesem Sinne, danke Aska. Danke für die Aufnahme, danke für alles. So, wir spielen High Seas. Das ist, muss ich sagen, fast mit meinem Lieblingsmap, weil das Schiff halt ein bisschen größer ist, weil man ein bisschen mehr Platz zum Bauen hat. So auf den kleinen Schiffen ist es dann doch manchmal nicht so ganz angenehm. Und da ihr ja mal Flugzeuge sehen wolltet, weil ich die Deckguns so sehr liebe, weil die einfach cool sind, groß und bumm, spielen wir heute mal Flugzeuge. Ja, und dafür braucht man zuerst einmal die Werkstatt. Und wenn man das Gerät hat, braucht man erstmal ein paar mehr Minen. Und dann kann man sich in naher Zukunft... So, hier passen actually zwei noch rein. Außer ich habe das da jetzt nicht nah genug rangesetzt, das kann sein. Nein, passt noch. Sehr schön. Dann kann man die Landebahn bauen, genau. Und dann braucht man die zwei Technologie, um die Munition, also die Flugzeuge zu bauen. Das ist nämlich als Munition eingerichtet und nicht etwa irgendwie, dass du mit der Landebahn einfach schießen kannst wie mit einer normalen Waffe und die nachlädt. Nein, du musst Munition bauen. So, und dieses Gerätchen, das kann man eigentlich erst sehr spät platzieren, weil das braucht vielleicht ein bisschen länger zum Bauen und überhaupt und so, aber ist dann doch lange nicht einsatzfähig, solange man halt keine Munition hat und die braucht ein bisschen. Ja, die baut so ganz gemächlich. Zack, dich wieder umplatziert. Dich dahin, Batterien noch hinterher. Oder sparen wir jetzt schon mal auf die T2. Ah, so früh brauchen wir die T2, glaube ich, nicht. Upgrade Center. Also mit dem neuen DLC braucht man in der Regel jede Tech. Das ist so krank, aber es ist auch cool. Also ich finde es cool. In diesem Sinne, so, jetzt ist die Tech fertig, deswegen bauen wir schon mal ein Flugzeug. Energie-wise müssen wir noch sparen. Wir brauchen dafür erstmal noch einen Slot. Den bauen wir dahin. Das können wir noch in Hintergrundholz verwandeln. Waffen können wir schon mal gleich Bubbleguns platzieren. Das kann weg. Noch ein Flugzeug, weil das ist gleich fertig gebaut. Klar, ne, ein Flugzeug baut relativ oder verhältnismäßig schnell, aber zwei Flugzeuge oder eine Flugzeugarmada, die man dann doch braucht, damit man eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass da auch was von durchkommt, weil die Flugzeuge können logischerweise abgeschossen werden, brauchen dann doch ein bisschen länger. So, hier noch eine Deckgun-Armee. Haben wir noch irgendwo Metall? Nein, letzte Runde hatte ich so viel Metall übrig. Und jetzt, jetzt fehlt mir das Metall. Naja, anyway. Wir platzieren hier nochmal, Ditte. So, hier nochmal hoch. Hier oben kommt noch ein Snipper hin. Der wir dann zum AB-Sniper machen, weil AB-Sniper irgendwie sehr stark sind. Na, was heißt irgendwie? Sie sind sehr stark. Das wollte ich nicht. Egal, wir sind Pinchfist. Dementsprechend kostet mich nur 25 Metall, das zu bauen. Shit, wir brauchen ein Flugzeug. Schnell. So. Haben wir das. Zack. Zack, zack. Na, wir brauchen hier noch Vordergrundholz. Wenn das automatisch in Hintergrundholz geändert wird, weil ich nicht Steuerung gedrückt habe. My bad. Er hat, glaube ich, den gleichen Plan wie eben. Und davor habe ich jetzt wieder ein bisschen Angst. Aber wir haben die Geräte hier jetzt gleich einsatzbereit. Hier nochmal eine Metallstrebe vor. Dann kann es auch nicht mit dem AB-Sniper rausgenommen werden. Haben wir auch noch gar nicht. Die Tech dafür. Aber wir hätten die Ressourcen. Kurz nochmal das Gerät platziert. Jetzt das Upgrade Center hinterher. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir sind gut im Zeitplan. Bisher. Gucken mal rüber. Sehen wir nichts. Hm. Ah, die Geräte sind sehr anfällig für diesen Flux-Spread, muss ich sagen. Von daher sehr unangenehm, wenn sowas dann rüberkommen sollte. Ich aim schon mal Snubber. Oh, schönes Ding. Da, er spielt Phantom. Alles klar. Okay.
Ah, Phantom sieht man die Geräte nicht. So, das kurz gemacht. Munition. Hallo? Der hat aber lang gebraucht, um zu schießen. Der Schnibber. So, jetzt baut schon das schwere Flugzeug. Ich baue schon mal neue Flugzeuge nach, weil die sind ja dann doch sehr energy-intensive. So, hier platzieren wir, der kommt erstmal weg, Metall, um das zwischen zu speichern. So nämlich. Ist er schon ready? Kann er upgraded werden? Nein. Wir ziehen hier nochmal eine zweite Tür ein, falls er einen AP-Sniper hat. Wir holen uns hier jetzt noch einen AP-Sniper. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warum haben wir seine Upgrades, actually? Wir haben sein Upgrade eben gehört. Er spielt Phantom. Normalerweise hört man das bei Phantom nicht. Interessant, interessant. Kombiniere, kombiniere. Flugzeug da noch rein und hier noch rein und nochmal eine Battery gebaut vielleicht. Wo bist du? 57, 76, 92. Hier hinten kann noch ein Schlotruf. Auf jeden Fall sogar, bitte. Komm, 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 komm. Zack. AP-Sniper ist ready. Reingeschaut. Sehr schön. Ein Gerät weniger. Unser schwerer Bomber ist nämlich auch gleich fertig. So, noch ein Gerät weniger. Er hat einen Feuerlaser am Start. Das ist natürlich unangenehm. So, hier vielleicht... Ja, mit dem Sandsack, der ist zu hoch. Ein Feuerlaser hat er da vorne drin. Okay, aber vielleicht zwei Flaks haben wir schon mal... Ich weiß nicht, ob ich schon mal schießen sollte. Ich habe noch gar keine Tür da eingebaut. Fällt mir gerade auf. Machen wir das auch nochmal zu einer Tür. Wir haben ja die Ressourcen... Ressourcen haben wir wirklich unfassbar viele. Ne? Ich kann hier noch mal ein bisschen was vorspammen. Flugzeug ist jetzt ready. Ich würde sagen, auf geht's, ab dafür. Oh, ma, dammit. Hier vielleicht noch mal einen Sandsack drauf. Oh, jetzt verlieren wir viel Anti-Air. Ist das auch noch exposed hier? Puh. Okay, wir müssen jetzt feuern, sonst fallen wir hier zu weit zurück. 5 Flugzeuge, let's go. Bisschen versetzt. Die stürzen ab! Wenn sie in Brand geraten, stürzen die Dinger ab! Das ist bitter. Na, bin ich early? Das ist nicht so geil. So, unser ganzer Flugzeugangriff ist jetzt hier irgendwie vor die Hunde gegangen. Sehr unangenehm. Warum aktiviere ich die aktive Fähigkeit? Weiß ich nicht. Wir grabben mal kurz unsere beiden Shotguns und unsere beiden Flaks, zerstören mal ein paar Gunner damit. So. Ah, jetzt haben wir wieder eine Flak verloren. Unangenehm. Jetzt verlieren wir die zweite Flak. Vielleicht einfach mal... Ja, wir konnten einen snipen, aber leider nicht zerstören damit. Der braucht nämlich 2 Schuss. So, gerade noch so gecatcht den Lachs hier. Sehr schön. Hier vielleicht nochmal ein Ditte vor. So. Da müssen wohl Schilder her, wohl oder übel. Wir placen mal 2 neue Flaks, weil man kann es ja mal probieren. Man kann ja mal so dreist sein. Ich glaube, wenn ich hier noch eine Tür platziere, könnte das den vielleicht auch retten. Not sure, though. Hier noch eine Tür rein. Den wird es auf jeden Fall nicht retten. Wir brauchen noch einen schweren Flieger. Ah. Oh, das ist ja echt unangenehm, wenn die Dinger da einfach so verglühen. Okay, okay, reicht gerade so. Aber jetzt brennt das Ganze nochmal. Ich brauche noch damit. Oh, oh. Das ist unser Ende. Oh, ärgerlich. Warum? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Warum? Ah, okay, Flax war nicht am Start und das Gerät hatte einfach nicht den Winkel gerade genug zu machen und das war einfach von da oben. Ne, warte mal. Hm? Der Winkel ist ja ganz weird. Einfach out in the open. Boah, Phantom echt stark auf Schiffen, muss ich sagen. Holy shit. Jetzt bin ich aber sauer. So hitbox-technisch sieht das so aus, als müsste das miteinander kollidieren, wenn ich early bin. Actually hat mir einfach der Sandsack hier, glaube ich, das Spiel verloren, ne? Wäre der Sandsack nicht gewesen, hätte das Gerät ein bisschen flacher schießen können. Boah.
ist das ärgerlich. Da hat der Asuka mich einfach weggelaxt mit dem Orbital Beam. Der ist einfach sehr stark, ne? Der ist super stark. Und Flugzeuge, wenn sie nicht durchkommen, das können wir uns ja nochmal kurz angucken. Einfach useless, weil du einfach 10 Jahre warten musst, bis das Gerät nachgeladen hat. Beziehungsweise du neue Flugzeuge platziert hast. So, wo ist denn unser erster Flugzeugansturm jetzt hier gewesen? Da haben wir Flugzeuge leer. Da haben wir Flugzeuge. Ne, warte mal. Zack, 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 zack. So. Irgendwo hier muss das gewesen sein. So, Feuerlaser. Da habe ich mich, glaube ich, dann entschieden. Okay, jetzt muss mal zurückgeschossen werden. Ah, okay. Warte. Nicht so schnell. Okay, pass auf. Nein, okay, also erstes Flugzeug. Ja, da ist leider die Problematik gewesen. Gott, ein bisschen wegzoomen, dass der Sound nicht so laut ist. Da war die Problematik, dass das Flugzeug mit der Struktur kollidiert wäre und deswegen vorher abdrehen muss, damit es nicht kollidiert, weil sonst kannst du einfach Flugzeuge Suicide-like einfach aufs Fort schicken. Das ist nicht so cool, die Strat. Dementsprechend ist das vorher abgedreht, hat nur eine Bombe geworfen, war shit. Okay, nächstes Flugzeug. Wird, glaube ich, abgewehrt, richtig? Jawohl, das wird zerstört, weil die beiden Flux triggern. So, jetzt nächstes Flugzeug. Anti-Air ist eigentlich all day long disabled. Da kommen 2, 3, 4 Bomben raus, aber diese Flak hier unten kann aus irgendeinem Grund noch schießen. Hat er schön gebaut, muss man ganz ehrlich sagen. Feuerlaser hier vorne am Start. Zünden das zweite Flugzeug an. Und das denkt sich so, alles klar, Mayday, Mayday, ich brenne. Ich mach gar nichts mehr. Genauso das nächste Flugzeug, das hier eigentlich den siegesbringenden Treffer landen sollte. Die stürzen einfach ab. Wobei, das ist jetzt hier damit kollidiert. Okay, hat nicht viel Schaden gemacht, um ehrlich zu sein. Aber es wirft die Bombe nicht mehr. Da hat er mich outplayed, ne? Gut, er war Tester dieses DLCs, von daher. Holy shit, hat er gut gemacht. Ich hoffe, die Runde hat trotzdem gemundet. Ich habe Flugzeuge mal probiert. Ich bin noch kein Experte, was Flugzeuge angeht. Deckguns liegen mir einfach besser. Und er hat einfach Phantom Firebeam Orbital Laser ausgepackt, okay? Da hast du einfach keine Chance gegen. In diesem Sinne, haut rein. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten Tagen zu 1000 Abonnenten. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir als Special vorbereiten. Da muss ich noch mal Ideen sammeln. Aber das wird heftig. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Gibt nichts mehr zu sagen. Haut rein.